Servus Mike, grüß dich, hallo liebe Zuschauer, grüß euch, Salongespräch. Lieber Thomas, sei herzlich willkommen. Schön, dich hier wieder in meinen Räumen begrüßen zu dürfen. Wieder. Letztens waren wir ja noch in, wo waren wir denn? Hannover und Hannover, Lüneburger genau. Heide. Und natürlich ein herzliches Willkommen an alle Zuschauer. Wir grüßen auch nochmal die lieben Gäste von den letzten Wochenende und freuen uns auf Pirmasens dieses Wochenende. Und wir wollten nochmal erwähnen, 16. 17. des Wochenendes sind wir in Trebin bei Berlin und am Sonntag in Berlin. Genau. Da sind aber auch die Kontaktdaten und die Termine, die genauen, nochmal unten in der Beschreibung. Da haben wir auch noch ein paar Plätzchen frei. Mhm. Aber das wird dünne, also für die Menschen, die noch Interesse haben, meldet euch gerne. Wir freuen uns auf jeden von euch. In der Beschreibung unter dem Video, unter Mehr klicken, da seht ihr dann einen Link. Wenn ihr den anklickt, beziehungsweise eigentlich einen Link, Blödsinn, sondern die E-Mail-Adresse genau. Lautet salongespräch.live@gmx.de. Gmx, genau. Und da könnt ihr euch gerne melden, kriegt da alle Informationen. In eigener Sache findet ihr da auch einen Link zu meinem Buch Illusion Spielzeug der Wahrheit. Heute habe ich das mal selbst beworben. Ich genau, glaube, das gerne. Ist Premiere. Mhm. Ne? Habe ich das schon mal gemacht? Ich glaube nicht. Nee, Premiere, stimmt. Und ansonsten freuen wir uns, wie gesagt, sehr auf das nächste Wochenende jetzt in Pirmasens. Mhm. Ja. Und dann würde ich sagen, lasst uns doch wieder in die Welt des Irrsinns kurz einkehren mit ein paar Geschichten von dir, Thomas. Also, klar, beherrschendes Thema jetzt in 5 Tagen oder in 4 Tagen am 5. November ist US-Wahl. Ja, und ich sage mal ganz ehrlich, ich bin jetzt gar nicht so auf Trump und Harris speziell raus, sondern ich finde die Marketing-Show, die genieße ich gerade ein bisschen, die Trump da abzieht. Ja, da hat er wirklich Profis im Hintergrund am Werkeln. Ich reiß noch mal kurz ab, es ging los eigentlich mit diesem epischen Foto von dem Attentat. Ich sag mal Attentat, naja, aber gut, okay, das Blut auf der Wange und so. Na, setz das ruhig in Anführungszeichen. Der Pfosten, die Faust in die Höhe und fight. Dann war ja die Geschichte mit McDonald's, ja, die ging ja auch in den USA wirklich viral. Jetzt hat vorgestern Joe Biden, es ging da eigentlich in Puerto Rico, dass es irgendwie eine Müllinsel sei, und Joe Biden hat in einem Video-Statement gesagt, nein, er lebt in Delaware, da kommt er her und da sind auch Puerto Ricaner und das sind tolle Leute und hin und her. Der Müll sind seine Anhänger, also Trumps Anhänger waren gemeint. Ja, das ist der Müll, Garbage. Was macht das Wahlkampfteam von Trump? Ja, sie ziehen ihm eine Müllwerkerweste an, schon im Flugzeug, für die nächste Wahlkampfveranstaltung. Er geht mit Krawatte, weißes Hemd und blauer Anzughose, aber diese Müllweste drüber. Filmen sie natürlich aus dem Flugzeug, steigt in einen Müll-LKW, ja, Garbage-LKW, und hält dort vom Beifahrerplatz aus eine Pressekonferenz. Ja, und wie findet ihr meinen Müllwagen, also diese Analogie? Und ist dann tatsächlich auch in der Wahlkampfveranstaltung, hat er die ganze Zeit diese Weste an und er erzählt dann auch noch, und das ist das, was ich glaube, was sein großes Plus ist, er gibt den Leuten das Gefühl, hey, ich bin eigentlich ein ganz normaler Typ, weil er erzählt, er fragt, wo ist denn mein Jackett im Flugzeug, ja, mein blaues, also hier blauer Anzug. Und dann sagt mein Team, nee, du ziehst heute die Müllweste an. Und er, nein, niemals, ja, mache ich nicht. Ja. Erzählt das wirklich so und sagt das Team, aber du siehst dünner aus in dieser Müllweste, und er gibt her. Also auch dieses wirklich ein bisschen Menschelnde, ja, das machen sie gut. Ich will nicht behaupten, ich glaube, das ist alles wirklich einfach eine gut getaktete Show und orchestriert, ja. Aber es ist gut gemacht, es ist unterhaltsam und der Spaß wird noch größer. Ich weiß, es ist primitiv, aber ich genieße es auch ein bisschen, wie die, gerade in Deutschland, die Trump-Gegner aus den Medien, die ja alle gegen Trump sind, hier immer mehr merken, okay, das kannst du nicht, da kannst du nicht dagegen an. Ja. Das ist einfach, sie erzählen da irgendwas von
alles inszeniert und Müll, der war noch nie in einem Müllauto und bla bla bla. Aber sie wissen und spüren, glaube ich, dass das ist unschlagbar eigentlich fast. Ja. Naja, also soll ich was dazu sagen? Bitte. Oder, ich finde die Show geil. Ja, okay, muss ich ehrlich sagen. Ich sage gerne was dazu. Für mich natürlich ist das eine Show, ist ja ganz klar. In Amerika, in den USA, das ist ja das Land oder das Land of Showbusiness, ja. Von Hollywood bis sonst wohin, und die Amis scheinen das immer noch zu lieben. Ich persönlich finde das schwach, dass sie noch nicht wach genug sind, die Ernsthaftigkeit der Lage zu begreifen und dann so eine Show-Einlagen scheinbar noch brauchen, um die so ein bisschen anzureizen. Hast du vollkommen recht. Aber es ist meine Meinung, die muss ja keiner teilen. Nein, das sehe ich auch so. Das ist natürlich schon auch ein Armutszeugnis, das stimmt schon. Ja, Die Wachheit der US-Bevölkerung ist mit Sicherheit mit der Zeit zumindest größer im Durchschnitt als die hier in Deutschland. Aber das Niveau der Wachheit ist die Frage. Mhm. Ja, wo fängt das an, wo hört das auf? Und okay, aber so ist es. Wir nehmen es wahr und wir merken alle mehr oder weniger, dass das eine Show ist. Wir sprechen ja beide schon lange davon, dass wir hier einen Film sehen. Ne? Und in welcher Wachheit man den Film sieht, ist dann relativ. Der eine erkennt das noch als Realität und das nächste erst als Film. Und der andere merkt, das ist eigentlich alles ein Film. Und. Mhm. Das ist immer eine Frage der Bewusstheit. Wie wach bist du? Wie weit kannst du dich damit schon wirklich klar, ersichtlich in eine Realität bewegen, an die du glauben kannst oder teilweise dann eben auch nicht. Jo, ansonsten ist das gut. Ich bin guter Dinge. Ja, also wenn wir jetzt von der Wahl sprechen, dass der Zeitpunkt der Wahl jetzt so nah dran ist. Ich bin aus folgendem Grund guter Dinge, weil einfach bedingt durch die Wahl, wie immer sie ausgeht, selbst wenn sie nicht zur Wahl, selbst wenn es nicht zur Wahl käme, der Zeitpunkt, wo die Wahl stattfinden soll, ist ein signifikanter Zeitpunkt einfach. Weil egal, was jetzt genau da geschieht, wie jeder von uns das betrachtet, als positiv oder negativ sieht, es müssen sich Dinge ereignen, die dann mehr Klarheit bringen. Egal, ob die Dinge geschehen, die uns nicht gefallen, oder ob Dinge geschehen, die uns gefallen, es muss Klarheiten geben, die schneller auch offengelegt sind. Damit sage ich nicht, dass wir dann schon vollkommen hinter die Kulissen gucken und alles in warmen Tüchern ist. Aber es kriegt eine Dynamik, die noch ein Zacken schärfer ist als alles, was wir bis jetzt hatten. Und nehmen wir an, es würden sich Dinge ereignen, die wir als positiv erachten, dann wäre es der Punkt einfach, dass wir sehen, okay, endlich passiert mal positiv was, es wird nicht nur drüber gesprochen. Ja. Und dann müssen wir weiter beobachten, wie die Sache weitergeht. Oder die Dinge passieren nicht. Entweder weil Trump die Wahl nicht zugesprochen bekommt, dann passieren ganz andere Dinge, bis hin zu möglichen groben Auseinandersetzungen, die zu Eskalationen führen können, die wir nicht vorhersehen können, wie weit die ausarten. Oder Trump gewinnt die Wahl und er hat dann auf einmal seine Versprechen vergessen oder schiebt sie auf die lange Bank. Mhm. Das wäre für mich ein klares Indiz dafür, dass ich sage, aha, es ist doch nicht so. Und das dürfte er sich nicht erlauben, meiner Meinung nach, wenn er weiter in der Breite der Menschen, die ihm im Moment noch folgen oder folgen wollen, nicht Butter bei die Fische bringt, dann wird er einen großen Teil von denen verlieren. Und das muss auch denen klar sein. Ich sage denen, weil ich ja immer wieder betonen möchte, das ist meine Wahrnehmung, dass ein Einzelner nichts ändern kann. In der Politik nicht, in der Wirtschaft nicht, nirgendwo. In einem verfilzten System, was du in den Tiefen des Deep States über ewige Zeit eingerostet mit den Protagonisten, die wir gar nicht sehen, dahinter stabilisiert ist. Das kannst du nicht als Ein-Mann-Armee verhindern. Mhm. Du brauchst eine starke Kraft hinter dir, also anders als Lobbyisten, die uns hier letztlich ja in diesen Irrsinn geführt haben, brauchst du eine Lobby, die genau das Gegenteil für uns, ist. Ja. Genau. Ja. Und ja. Wenn die nicht im Hintergrund ist, dann hast du vorne keine Chance. Das wissen wir jetzt auch,
können wir nicht wissen. Keiner weiß es, außer den wirklich Eingeweihten, was im Hintergrund wirklich abläuft. Aber ich bin also auch ein bisschen vorsichtig geworden, zu sagen, ja gut, wenn Trump, jetzt mal aus deutscher Sicht, ja, Trump Präsident wieder wird, ist es auf jeden Fall vom Gefühl her besser, als wenn es Harris wird. Ja? Wobei, ja, das weiß man auch nicht, ja? weil es gibt dann vielleicht ganz andere Entwicklungen, die dann auch in unsere Richtung gehen. Aber ich bin wirklich weg von dem Thema, Trump wird's richten. Ja? Für uns Deutsche meine ich. Ja? Das ist ja, muss ich sagen, das wird ja nicht stattfinden. Und ob das so vorteilhaft für uns ist, ja, es wird auch Trump wird den Niedergang Deutschlands nicht aufhalten, wird er auch gar nicht aufhalten wollen, ja, weil er ist von Amerikanern gewählt. Also man könnte sagen, es wird vielleicht ein bisschen gelüftet oder Fenster werden geöffnet, aber dass wir Deutsche jetzt hier praktisch am nächsten Tag im Paradies aufwachen, ist eher nicht zu erwarten. Naja, das wird auch die US-Bevölkerung nicht. Ja. Das wird niemand nach dieser Wahl. Also nehmen wir mal an, wir reden jetzt ins Positive und nochmal, Trump wird sowieso nichts richten. Er wird Dinge umsetzen, die er vorgegeben bekommen hat in der Agenda. Und ja. Ich gehe davon aus, dass, was ich gerade gesagt habe, dass er niemals da wäre, wo er jetzt ist, wenn er nicht die Kräfte hinter sich hat. Und die sind im Intellekt viel weiter als er, im Wissen, in all dem. Er hat übrigens vor einiger Zeit, das habe ich jetzt erst gesehen, mal in einem Interview gesagt, er war selbst Teil dieser Elite. Des Clubs. Als Milliardär, ja. Ja. Und seitdem er den Club verlassen hat, jagen sie ihn wie ein Schwerverbrecher. Also das ist schon eine Andeutung dahin, dass er mit Menschen zu tun hatte, nicht nur die Milliarden besitzen, sondern die einfach den Deep State mit unterstützen oder mit kontrollieren. Das ist für mich eine Aussage. Den Club hat er verlassen. Weil wir hatten ja öfter mal das Thema, Menschen können ja auch mal ihre Einstellung ändern. Ja. Oder können sich bewusst einschleusen in bestimmten Mechanismen, um dort Einblicke zu bekommen und den Feind ein falsches Bild zu liefern und im richtigen Moment dann zuzustoßen. Ne? So typisch das, was man ja eigentlich Geheimagenturen zuschreibt. So Diebschläfer irgendwo installieren, die dann wach werden und sagen, Moment. Zum richtigen Zeitpunkt, ja, genau. Also das sind alles Sachen, da schweift man jetzt aus, da kann man weiter drüber nachdenken. Aber wie gesagt, durch die Wahl werden wir viel sehen. Und natürlich ist der Trump, das hatten wir jetzt schon die letzten Male ein paar Mal thematisiert, das ist, glaube ich, auch unseren Zuschauern soweit klar, wenn die USA nicht mit Deutschland hier eine Vereinbarung hinbekommt, dass Deutschland wieder souverän wird, dann haben wir es verdammt schwer, hier als Deutsche das umzusetzen aus dem Volk heraus. Da müsste noch viel mehr der Bach runtergehen, der ja schon die ganze Zeit am Runterfließen ist. Das heißt, die Wirtschaft sich immer mehr verabschieden, was ja passiert. Können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Aber wenn dieses Wirtschaftswunder von Habeck, das Abräumwunder, weiter vollzogen wird, dann kommst du irgendwann an einen Punkt, wo die Menschen einfach schon aus diesem Grunde so an der Wand sind, dass sie dann nicht mehr mitspielen. Irgendwann ist bei jedem Schluss. Das kann aber noch Jahre dauern, wenn das einfach so weiterläuft. Je nachdem, wie schnell dieses Wirtschaftswunder nach unten katapultiert. Darum brauchen wir diesen Beschleuniger, der durch die USA, wer immer da jetzt an der Regierung nachher ist, natürlich klar, hier die Demokraten werden das mit allen Mitteln verhindern wollen, wenn sie an die Macht kämen, das ist logisch. Aber die andere Seite müssen wir eben guter Dinge sein, dass das passiert. Und wenn das passiert, dann wird sich hier auch schneller was ändern können. Das heißt, die Möglichkeit ist da. Aber dann liegt es an der Bevölkerung, wie viel Anteil der Bevölkerung in Deutschland wirklich den Wachheitsgrad haben, um sich nicht wieder einlullen zu lassen mit der nächsten Auffangspartei. Egal, ob es eine AfD oder eine Partei ist, die wir jetzt noch gar nicht auf dem Schirm haben, oder irgendwelche anderen Varianten, die dann kämen. Ja, weil da ist immer der Punkt, wenn wir Menschen in einer Anzahl wieder auf Irrsinn einsteigen, uns das nicht bewusst wird, landen wir wieder in irgendeinem
Theater drin. Dafür machen wir ja auch unsere Salongespräche, dass wir anregen zum Nachdenken und Dinge zu hinterfragen. Diese Problematik der Wirtschaft, kannst du ja noch mal kurz drauf eingehen, hatten wir kurz vor unserem Aufzeichnung noch mal erwähnt. VW ist ja aktuell gerade, ne? Ja, dafür. Es ist auch diese Mehr, wird immer noch auch bei Lanz und sowas versuchen sie noch hochzuhalten, dass die Elektromobilität die Zukunft ist. Witzigerweise werden genau die Werke geschlossen, wo Elektroautos, auch in Brüssel Audi zum Beispiel, rein elektrisch Elektroautos gebaut, geschlossen werden. VW schließt drei Werke in Deutschland und die haben ja weltweit Werke, ja, aber es ist eben in Deutschland nicht mehr rentabel. Es war wahrscheinlich schon lange Zeit nicht mehr rentabel in Deutschland, aber das wurde halt querfinanziert von anderen Werken. VW ist ja nicht am Ende, ja, das kann man jetzt nicht sagen. Naja, lass uns kurz an der Stelle einhaken, damit wir da nicht uns wieder verlaufen in zu viel oberflächliche Kommentare. Der Punkt ist doch der, uns ist doch klar, dass ein Autokonzern, egal welcher in der Welt, die haben doch in ihren Agenden, die sie haben, in jeder Agenda, logische Voraussetzungen, damit sie in ihrem Tun Umsatz machen, wo sie Profit erwirtschaften bzw. Menschen weiter in Arbeit stellen können. Mhm. Ist doch logisch. Und das ist doch völlig verworfen. Sie machen ja seit Jahren schon eine Politik, eine Finanzpolitik in ihren Konzern, die völlig dazu führt, dass dieser Konzern abbauen muss. Genau. Das ist eine völlige klare Sache. In die Elektroimmobilität zu investieren, Verbrenner nicht mehr zu bauen, all das und dann Subventionen vom Staat zu erhalten, genau, damit sie dann ihre Kassen der Vorstände füllen können. Ist doch ein Plan, ist doch ein bewusster Plan, dass das gewollt ist. Ein normal denkender, vernünftiger Mensch kriegt doch ganz schnell mit, ob ein Unternehmen bewusst in die Krise geht oder nicht. Das ist doch eine bewusst erzeugte Krise. Diese Krise, die wir hier als Krise verkauft bekommen, ist doch bewusst initiiert. Und jetzt kannst du dich fragen, ist die Politik von den Konzernen abhängig oder die Konzerne von der Politik? Hat also die Konzerne gesagt, ja, wir müssen das machen, weil die Politik gibt uns ja jetzt Subventionen und hat das andere ja angekündigt, das dürfen wir nicht mehr und das sollen wir und jetzt sind wir in der Zwangslage, das zu machen. Oder geben die Konzerne der Politik vor, was sie ins Sprachrohr nach außen bringen, damit es keiner mitkriegt, dass es eigentlich von den Konzernen kommt. Und wer sind denn die Konzerne? Wer steckt denn hinter den Konzernen? Und da kommst du wieder an den Punkt, dass das der Deep State ist. Weil ein Konzern gehört doch heute niemand mehr offiziell, außer über Aktienmehrheit. Die Familienunternehmen sind doch schon lange weg. Die haben sie doch schon ja, bei VW ist es noch ein bisschen anders, das muss man zugeben. Ja, aber ist doch egal. Die paar Menschen, die da noch sind und aus dem Betrieb heraus sich darstellen, wir sind hier Familienunternehmen, die sind doch alles Teile des Deep States. Ja, genau. Das ist doch, also macht's doch unterm Strich, ist es doch unnötig zu erwähnen, dass da noch jemand aus der Familie drin ist, wenn du weißt, das ist Deep State. Wenn das ein Familienmitglied ist, was sich weigert und sagt, nein, ich bin dagegen, ich will das alles nicht, dann weißt du, es ist nicht Deep State, sondern er ist gezwungen oder durch Umstände reingekommen, wo er gar nicht damit zu tun haben wollte. Aber hier ist doch klar, alle diese großen Konzerne sind mittlerweile durch den Deep State kontrolliert. Und das ist ein systematischer Abbau, ein Wirtschaftsabbau, der, haben wir auch schon tausendmal erwähnt, nicht nur Deutschland betrifft, sondern das gesamte westliche System, angefangen von den USA. In Detroit fing das schon an Ende der 80er, Anfang der 90er. Die ganze Autoindustrie in Detroit ist doch desolat. Und die ganze Technologie ist doch nach China abgewandert. Angeblich freiwillig. Ja, was heißt denn das? Welches Land gibt denn freiwillig seine Technologie weg, dass dann Autos gebaut werden, die den Markt überschwemmen und den eigenen Bedarf an Arbeitskräfte dann dementsprechend so reduzieren, dass du Arbeitslose in hoher Anzahl hast in deinem eigenen Land. Das ist doch ein gewolltes Programm. Genau. Und ist doch in Deutschland genauso geschehen. Ja? Und passiert, wird immer schlimmer. Ja? Wird immer schlimmer, aber ist doch geschehen, schon über Jahrzehnte ist doch dieser Abbau sichtbar.
Also siehst du doch wieder, dass das ein Film ist, den wir hier präsentiert bekommen, ein Plan, ein Abbauplan. Mhm. Und diese ganze Diskussion, die jetzt wieder stattfindet über die Gewerkschaften wollen jetzt hier und da und dort, ist doch alles nur bla bla bla. Keine Gewerkschaft der Welt ist für den Arbeitnehmer da, sondern immer für die Bosse derer, die das Kontrollsystem kontrollieren. Und das ist nur ein Ventil, ein bisschen Luft genau, abzulassen. Genau, damit das Gefühl da ist, wir haben auch eine Interessenvertretung. Das ist wie mit so. Parteien. Mhm, die hast du nur, um Ventile abzulassen, bis du irgendwann mal verstanden hast. Es ist unwichtig, welche Partei du wählst. Ja. Das ist ein guter Vergleich. Ja. Du siehst diese Verstrickung der Dinge. Und wenn wir uns jetzt angucken und sagen, ja, stell dir mal vor, und jetzt verlieren wir so und so viele Arbeitsplätze. Wenn du das nicht schon vor 2-3 Jahren erkannt hast, dass das geschehen wird, hast du nicht aufgepasst. Es ist nicht so, dass ich mich jetzt hier hinsetze und sage, ja, die Welt ist schön und mir ist egal, dass Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren. Ganz und gar nicht. Mhm. Das ist ein tragisches Ereignis für jeden, der davon betroffen ist. Aber die Frage ist, war es absehbar oder nicht? Mhm. Also auch für einen VW-Angestellten. Ja. Oder in anderen Betrieben. Bin ich ganz deiner Meinung. Die Frage stelle ich mir auch. Ja? Ja, wenn du aber immer die Augen zumachst, so scheint es gewesen zu sein, und immer weiter schön zur Wahl spazierst und den Vorstand wählst und deine Gewerkschaft, deine Gewerkschaftsbeiträge bezahlst und den ganzen Schwachsinn machst, so schlimm das nachher ist, dass so ein VW-Angestellten das geschieht, er muss sich irgendwann fragen, habe ich nicht selbst einen Anteil Schuld daran, dass ich das alles nicht durchschaue? Mhm. Dass ich lieber mein Bierchen zu Hause trinke oder sonst irgendwas mache. Wird schon gut gehen irgendwie für mich. Ernstchen, ist alles schön. Ja, hast du Bier im Schrank? Ja, mach mal Fußball an. Ja, aber ich habe doch gerade in den Nachrichten gehört, dass, ach, ist doch unwichtig. Ja, da gib mal das. Genau. Ja, das muss sich jeder, aber nicht nur VW. Alle, ja. Aber vielleicht noch als Beispiel, jetzt Werk Osnabrück ist eins der drei Werke, was geschlossen wird. Und was macht die IG Metall? Sie organisiert einen Warnstreik. Ja? Einen Warnstreik für ein Werk, was dessen Schicksal besiegelt ist. Ja? Braucht man auch nicht mehr über Lohnerhöhungen dafür demonstrieren oder streiken. Also genau genommen sollten schon längst, aber von mir aus auch erst jetzt, die Gewerkschaftsmitglieder und VW-Mitarbeiter vor der Gewerkschaftszentrale stehen und sagen, hey Leute, was habt ihr da eigentlich für uns getan? Irgendwie gar nichts. Naja, natürlich, die ganzen Gewerkschaftsgelder müssten sie zurückfordern. Ja. Jeder, der in der Gewerkschaft gearbeitet hat, müsste seinen Lohn zurückzahlen, weil er praktisch gegen die Menschen gearbeitet hat, von denen er Geld bekommen hat. Aber das haben viele die Beiträge. Noch sehen das nicht. Immer noch nicht. Ja, aber lass uns doch ruhig darüber sprechen. Lass uns doch sprechen, für uns und unsere Zuschauer, uns das ins Bewusstsein zu bringen. Mhm. Dass diese Dinge real sind. Und da, wo du, ich oder jeder von uns eine andere Meinung zu haben, sprechen wir da die aus oder denken darüber nach. Vielleicht ist lass es mich, auch... Lass mich nur noch kurz an der Stelle zu Ende sprechen. Das, was ich gerade gesagt habe, dass die Menschen selber einen Grad Schuld mit sich tragen, weil sie einfach nicht anfangen, Dinge zu beobachten und zu hinterfragen. Wenn du in einer Welt lebst, wo du von vornherein kontinuierlich deine Souveränität abgibst und immer wieder irgendwelche Menschen hast, die das für dich regeln, dann darfst du dich nicht wundern, dass du als Sklave aufwachst. Du darfst dich einfach nicht wundern. Mhm. Der Mensch ist in seinem Inneren auch dafür anfällig, arrogant zu werden, sein Ego sehr nach vorne zu stellen. Das sind alles Möglichkeiten, die in uns Menschen angelegt sind, dass sie sich nach außen präsentieren. Wir können das verhindern, indem wir mit geistiger Kraft und mit unserem Herzgefühl diese Dinge nicht zulassen, in uns selbst. Ich rede nicht von dem anderen, von uns selbst. Mhm. So, wenn du jetzt aber jemand immer sagst, du bist der Schlaue, also eher derjenige ist der Schlaue und mach du das mal für mich und du kannst das doch, dann stellt er sich doch irgendwann selber auch hin und sagt, ja Moment mal, der soll ja sich nicht beschweren, ich bin doch der Mann, der das kann, ich bin doch schlau. Er sagt das doch selber. Ich mache das für mich, mach das. Der ganze Wissenschaftsglaube, der Ärzteglaube, der Pharmazieglaube an das und das und das ist gibst doch ein alles Ablehnen. Ab, Du legst praktisch immer alles ab. In die Hände von anderen. Ja.
Und wenn du dann am Schluss sagst, ja, aber ich bin doch kein Arzt, ich kann das nicht wissen, was da richtig oder falsch ist, ja, oder ich bin doch kein studierter Akademiker oder ich bin doch nicht ein Politiker. Ja, wenn du das alles nicht bist, dann musst du das andere machen lassen. Aber ich muss nicht Politiker sein, um zu erkennen, dass Politik vernünftig oder unvernünftig sein kann. Ich muss nicht Arzt sein, ob mir etwas, was der Arzt sagt, vernünftig oder nicht vernünftig erscheint. Wenn ich mit einer pauschalen Antwort zufrieden bin, ist es mein Problem. Wenn die Antwort mir aber nicht klar ist, die mir der Arzt oder der Politiker oder wie auch immer gibt, dann frage ich nach und sage, kannst du mir das erklären? Wie meinst du das? Warum soll ich das und das machen? Welche Indikatoren gibt es dafür, die das begründen, was du mir hier sagst? Und dann kann ich mit gesundem Menschenverstand sagen, glaube ich oder glaube ich nicht. Irgendwann muss ich dann an den Punkt kommen, wenn ich denjenigen vertrauen will, kann ich ihm vertrauen oder nicht. Aber ich muss das hinterfragen. Ich gehe nicht einfach hin und vertraue ihm. Genau, und es bleibt so viel unhinterfragt. Ja. Und das ist der Moment, wo ich sage, wir leben in der Welt, in der Zeit, in der wir jetzt sind, in dem Wandel, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Und wo wir Menschen letztlich mit der Wahrheit konfrontiert werden. Das ist die Offenbarung. Was bedeutet Offenbarung? Es öffnet sich etwas. Und man sieht dann, nimmt es wahr, so kann es wahrnehmen. Und das Offenbaren ist einfach, dass sich jetzt die Wahrheit offenbart. Und die ist manchmal sehr für den einen oder anderen schmerzhaft. Weil man dann erkennt, wie viele Fehler man selber gemacht hat. Dass man nicht alles nur abwälzen kann auf andere, sondern sich selber hinterfragt und sagt, verdammt nochmal, gefällt mir zwar nicht, aber ich muss anerkennen, hätte ich das oder das oder das so gemacht, wäre das jetzt anders. Und damit verteidige ich auf keinen Fall den Deep State und die Bösewichte, die es in der Welt gibt. Die tragen ihre Schuld und die haben auch dazu beigetragen, dass viele Menschen gar nicht mehr hinterfragt haben, weil sie indoktriniert wurden. Aber trotzdem bleibt dieser Restpunkt immer noch bei jedem von uns. Souveränität in sich wieder zu erkennen. Und das ist nie zu spät. Auch wenn es manchmal so ausschaut. Besser jetzt als nie. Genau. Ja? Und wenn ich die Fehler, die ich früher gemacht habe, erkenne, dann habe ich doch erst die Chance, sie nicht mehr zu machen. Und jetzt möchte ich bevor ich den wichtigen Punkt jetzt noch anfüge, du wolltest noch etwas zu dem sagen, was ich vorher gesagt habe. Mach einfach weiter. Okay. Dann, wenn es wieder ins Gedächtnis kommt, bring es einfach. Ich möchte noch mal betonen, dass wir im Moment, in dem Zeitrahmen, in dem wir uns jetzt bewegen, uns folgende Logik mal überdenken sollten. Und zwar, stell dir mal vor, in den letzten 20, 30 Jahren, die nehme ich jetzt mal einfach, wir könnten auch viel weiter zurückgehen, aber nehmen wir einfach diesen Zeitraum. Da kann jetzt jeder wieder seine Wahrnehmung nehmen und sagen, ist das halbwegs vernünftig, was ich hier sage? Ich behaupte, dass in diesem Zeitrahmen, aber wie gesagt, nicht nur, das ist nur ein Ausschnitt, den ich mal rauspicke, um ein Beispiel zu geben, dass in den letzten 30 Jahren, lass es meinetwegen auch 40 sein, das Ozonloch wird dazu führen, dass es extreme Verwerfungen gibt, die wir nicht verhindern können. Wir müssen vieles unternehmen, damit wir wenigstens später da rauskommen, aber es wird katastrophale Umstände geben. Länder werden unbewohnbar und so weiter, ja. Narrativ in die Welt getragen. AIDS wird einen Großteil der Bevölkerung vernichten. Dahin raffen, ja. Wir müssen uns immer weiter mit dem Thema beschäftigen, der menschgemachte Klimawandel. Wenn du in den Himmel guckst, von den Menschen, von denen ich jetzt spreche, die in dieser Zeit gelebt haben und das alles einfach so mitgenommen haben, im geistigen Sinne, die haben in den Himmel geguckt. Wenn wir beide jetzt aus unserer Sicht Chemtrails sehen, haben sie dort oben allenfalls Schleierwolken gesehen. Das ist die Wahrnehmung der Realität. Und das, was sie als Narrativ bekommen haben, war für sie die Wahrheit, die Realität, real, Wahrheit. Und wenn du jetzt jemand bist oder ich, die diese Narrative in die Welt bringen, um Menschen zu kontrollieren, weil dafür dient das ja, Angst zu erzeugen und Menschen dahin zu bringen, deinem Glauben zu folgen. Wo man sie haben will, ja. Dann bringst du wissenschaftliche Beweise in Form von irgendwelchen Wissenschaftlern, Kommentatoren im Fernsehen,
die das für uns einordnen, wie es richtig und falsch ist, wie wir denken sollen. Und dann hast du das in der Zeitung gelesen und abends im Fernsehen gehört. Und dann heißt das, wenn Erntchen sagt, ja, sage mal, ist das wirklich so? Ja, dann habe ich doch heute Morgen schon in der Zeitung gelesen. Ja, genau. Mhm. Ja, und jetzt im Fernsehen haben sie es auch gesagt. Na ja, dann. Ja, ja, genau, ganz genau. So. Mhm. Und das in den letzten 30, 40 Jahren ist meine Wahrnehmung, war der Großteil der Bevölkerung in diesem Narrativ tief verankert. Ich auch. Mhm. Genau, und es gab immer wieder Menschen dazwischen, die das anders gesehen haben. Die wurden aber als Verschwörungstheoretiker oder Dummköpfe einfach ignoriert. Waren relativ stumm, also in Schubladen ungehört. Ja. In Schubladen gelegt. Mhm. So, jetzt stell dir vor, der Mensch tickt so, wie ich es gerade beschrieben habe, und du bist derjenige, der sie kontrolliert. Dann hast du doch eine relativ entspannte Situation, wo du weißt, du kannst das einschätzen. Du kannst die Menschen einschätzen. Mhm. Wenn ich das und das sage, kommt das und das bei raus und so ist die Reaktion. Ne? Das geht bis hin zum Parteiwählen, das Hähnchen, Polizei spielen, ich bin der böse Kopf, du bist der gute Kopf. Mhm. Dieses ganze Theater läuft die ganze Zeit und du merkst, es funktioniert hervorragend. Mhm. Dann fängst du doch nicht an, was zu ändern. Nee, du lässt das laufen, Grund, weil du mitkriegst, das ist so. So, und jetzt stell dir vor, du kommst in eine Zeit, wo diese Menschen, ein Großteil dieser Menschen, aber nicht mehr so ticken wie in dieser gesamten Zeit, sondern jetzt anfangen, an der einen oder anderen Stelle Dinge zu hinterfragen und nicht mehr zu glauben. Mhm. Denn ist doch dein Programm, was du die ganzen Jahrhunderte am Laufen hattest, sprechen wir jetzt von den 30, 40 Jahren, irgendwo am Ende, ist doch dann in Frage zu stellen. Mhm. Du musst ja da was anderes einfallen lassen. Und das heißt, die Realität einer gewissen Anzahl von Menschen gleicht sich immer mehr ab, aber hat nicht mehr mit der Realität zu tun, die du als Deep State den Menschen verkauft hast. Genau. Mhm. Also entstehen die Diskrepanz wird auch immer größer. Ja? Entstehen zwei Realitäten. Mhm. Nicht zwei Welten, zwei Realitäten. Ja, sagen wir mal, eine Realität und eine Scheinrealität. Ja. Nee, zwei Realitäten. Die Realität ist nicht die Wahrheit. Darauf will ich hinaus. Ja, okay. Die Realität ist das, was für dich wahr ist. Genau, was nicht unbedingt die Wahrheit sein muss, ganz genau. Wie es ja schon immer so läuft jetzt. Also merkst du, wie wichtig das ist, Wörter richtig einzuordnen, mit dem Verständnis, wie man sie für sich als Ausdruck benutzt. Derjenige, der an den menschgemachten Klimawandel glaubt, das ist seine Realität. Der Mensch, der nicht an den menschgemachten Klimawandel glaubt, ist seine Realität. Jetzt lassen wir mal in der Mitte einfach den Richter aus, dass ich behaupte, was richtig oder falsch ist, von beiden Realitäten, sondern wir stellen nur fest, das sind zwei Realitäten. Mhm. Der Mensch, der an den menschgemachten Klimawandel glaubt, wird doch anders agieren als der, der nicht an den Klimawandel glaubt. Also teilt sich hier die Welt. Mhm. Und mit der Welt meine ich, die Bevölkerung, die wir hier in der Welt haben, wir Menschen, bestimmen unsere Realität. Wir bestimmen nicht die Wahrheit. Weil unsere Realität kann sowohl als Wahrheit als auch als Illusion bestehen. Ja. Es ist die Frage der Erkenntnis, wie weit jeder von uns in seinem Bewusstsein fortgeschritten ist, wie weit seine Wahrnehmung ihm mehr und mehr Wahrheit offeriert. Weil Wahrnehmung ist nicht die Wahrheit, sondern Wahrnehmung, da ist das Wort wahr und nehmen drin. Ne? Ich nehme etwas aus der Wahrheit wahr. Ja. Wie viel aber, weiß ich nicht. Und wie viel Illusion da noch zwischen ist, weiß ich auch nicht. Wir sprechen über Politiker, Trump, Putin. Wie viel von dem, was wir da sehen, für uns real ist. Er ist der Gute, er ist der Erlöser, ist eine Realität. Mhm. Er ist der Feind, er ist der Böse, er führt uns in eine Honigfalle, ist die andere Realität. Diese beiden Realitäten können sich nachher offenbaren, dass es eine ganz andere Realität am Ende ist. Was ich übrigens glaube, ehrlich gesagt. Ja, und dann nähern wir uns mehr und mehr der Wahrheit. Mhm. Ja? Aber ich will darauf hinaus, dass ein entscheidender Punkt der ist, unsere Gedanken formen Realität.
Ganz wichtiger Aspekt. Du kannst mit einem Menschen in der gleichen Wohnung leben und ihr seid trotzdem in zwei verschiedenen Realitäten, weil eure Gedanken diametral gegeneinander laufen. Also völlig anders. Du denkst, um Gottes Willen, Gender ist Schwachsinn, der denkt, Gender ist das Beste, was es gibt. Du denkst, Klimawandel ist menschgemachter, Klimawandel ist Blödsinn, der denkt, das ist Realität und, und. Das sind zwei Welten. Ihr werdet auch nie miteinander einen Weg gehen. Ja, ja. Und jetzt nochmal zurück, wenn also Menschen anfangen, diese Narrative nicht mehr zu schlucken, dann hast du ein Problem als Kontrolleur, weil du dieses über Jahrzehnte, Jahrhunderte eingefahrene Programm nicht mehr abfahren kannst. Du kannst das nur noch bei denen abfahren, die diese alte Realität weiter für sich behalten wollen. Mit denen kannst du dein Spiel weitermachen auf dieser Ebene. Das funktioniert noch, aber es werden dann immer weniger. Egal wie viele es werden, die funktionieren. Das ist eine Seite. Die anderen kriegst du nicht mehr in die Tube, kriegst du nicht mehr zurück in deine Realität. Ja, genau. Die sind in ihrer Realität. Die sind weg. Ja. Und damit trennen sich diese beiden Welten der Realität. Und das passiert jetzt. Das passiert schon seit einiger Zeit gravierend schnell und immer klarer für viele schon in der Familie. Darum sage ich ja, Corona war ein Bewusstseinsbeschleuniger. Ja. So schlimm es teilweise auf der einen Seite war, es war ein Bewusstseinsbeschleuniger. Und diese Realitäten, die sich jetzt in der kleinsten Zelle der Familie schon ergeben, wo es unterschiedliche Realitäten gibt, setzt sich in der ganzen Welt fort. Also sind wir aus meiner Überzeugung im Moment an einem Punkt, wo sich die Wege immer weiter auseinandersplitten. Du wirst auch ab einem gewissen Punkt mit gewissen Menschen gar nicht mehr in Kontakt sein. Das heißt, sie verschwinden aus deiner Realität. Du kannst noch die eine oder andere Erinnerung an den einen oder anderen haben, aber auch diese Erinnerung wird immer mehr verschwinden, weil du die Verbindung nicht mehr hast. Du bist nicht mehr im Schwingungsfeld der energetischen Frequenz, die dich mit denjenigen verbindet. Und da bist du an einem ganz wichtigen Punkt. Jetzt kommen wir zum spirituellen Teil. Weil was passiert, wenn Schwingungsfrequenzen nachher von den Menschen mitbestimmt und getragen werden? Dann verschwindest du aus der Realität des einen, so wie er aus deiner Realität. Aber auf spiritueller Sicht auch im Schwingungsfeld der Wahrnehmung auf physischer Ebene. Weil die Schwingung bestimmt die Materie, die Dichte. Und wenn die nicht gleich ist? Dann wird sie immer weiter auseinanderdriften. Ja. Und stell dir vor, das sind zwei Züge. Die fahren sehr dicht aneinander eine lange Zeit. Und wie eine Entwicklung eben passiert, die passiert nicht so, der Zug ist nicht auseinandergesplittert, sondern die Gleise fahren eine ganze Weile. Und in dieser Zeit hast du noch die Chance, von einem auf den anderen zu springen. In deinem Narrativ, deiner Realität. Aber umso mehr die Züge auseinander gehen, die Gleise gehen ganz langsam irgendwann auseinander und dann kommst du nicht mehr rüber. Kommst du nicht mehr rüber und bist auch dann in dieser Realität und dann siehst du den anderen Zug nicht mehr. Ja. Das heißt, die andere Realität des anderen ist für dich nicht mehr da. Ja. Schönes Bild, ja, verstehe, ja. Und das ist die Welt, so wie ich sie sehe, im Spaltungsprozess. Nicht, dass wir auf einmal zwei Planeten haben. Also im Sinne von, dass der eine jetzt auf dem Planet X, B und der eine C und der andere D. Nee. Ist alles hier. Ja. Aber nicht mehr im gleichen Schwingungsfeld. Das heißt, dieses Auseinanderdriften geschieht jetzt auf der Basis ein Narrativ als Hauptnarrativ und ein anderes Narrativ. Und für mich ist das so, was ich in den letzten Wochen immer wieder gesagt habe, die KI, die künstliche Intelligenz, wenn du auf den Zug springst und dich von der künstlichen Intelligenz nur noch berauschen lässt, dann hast du kein schlechtes Leben im Sinne von, dass ich sage, das ist eine Honigfalle im üblichen Sinne, weil du wirst weniger arbeiten, du wirst ab einem gewissen Punkt mehr tun können und dich mit der KI kontinuierlich mehr und mehr anfreunden, sodass du dann nachher in diese Traumwelt der KI einsteigen kannst, je nachdem, wie weit die Technologie fortgeschritten ist.
Weil du immer wieder erkennst, das ist etwas, was dir das Leben erleichtert und was dir, sagen wir mal, Dinge ermöglicht, die du ohne KI nicht hättest. Und der andere Zug ist der, wo du die KI vielleicht noch als technisches Hilfsmittel nutzt, aber nicht deinen Geist von der KI bestimmen lässt, sondern immer souverän bleibst und deinen Geist weiter entfalten wirst. Mit Geistigkeit immer weniger die KI benötigst. Das heißt, dein Gehirn ist in der Lage, Dinge zu machen, die kann kein Quantencomputer. Mhm. Nur wir sind nicht in der Lage, im Moment mit unserer geistigen Entwicklung diese Phänomene darauf zuzugreifen, ja. Loszulassen. Mhm. So wie man weiß, wenn dein Gehirn im Moment mit so und so viel Prozent arbeitet, würde es mit 100% arbeiten, kann der menschliche Verstand heute gar nicht feststellen, welche Kapazitäten dadurch freigestellt werden, weil es eine Beschleunigung hat von 2, 4, 8, 16, 32, 64. Also immer hoch der Zahl, die davor war. Und wenn du 100% hast, das ist eine Zahl, die kannst du gar nicht aufschreiben, was du da an Kapazität hast. Weißt du, was du meinst? Wenn, ja? Wenn also der Mensch anfängt, das zu machen, entfernt er sich auch immer mehr von der KI, weil die braucht er nicht, weil er ist viel besser. Mhm. Ist aber ein Entwicklungsprozedere. Wenn du dich aber von vornherein auf die KI einlässt und sie nur noch dein Leben gestaltet, dann verkümmerst du. Dann verkümmert dein Geist immer mehr. Und das also ist die, das ist weniger die, Prozent, ja. Ja, das ist die Honigfalle. Ja. Weil das ist eine Falle, die erkennst du nicht als Falle. Nein, nein, das schmeckt richtig gut. Den meisten Leuten, also ich bin ja auch sehr vorsichtig, ich benutze KI gar nicht für irgendwelche Formulierungen oder irgendwas, eher nur aus Interesse, aus Spaß, so wie du auch mal hier das Salongespräch von der KI analysieren hast lassen, ja, damit man mal feststellt, wie wird es formuliert und wie wird es überhaupt auch transportiert, in welchem negativ, positiv. Positiv war es. Ja, es war durchweg positiv. Genau. Ja, ich muss aber nochmal drauf zurückkommen, weil gerade wo du das jetzt nochmal beschrieben hast mit der Spaltung, ja, ich war immer ein bisschen, wie soll ich sagen, hatte nicht so ein hundertprozentiges Gefühl da mit diesen Predigten, lasst euch nicht spalten. Ich weiß, Spalten ist ein Mittel der Kontrollgremien, sage ich mal, ja. Aber in dem Fall merke ich an mir, und das passt, deswegen passt es so wunderbar und deswegen fiel es mir auch ein, als du es gesagt hast, dass du mit diesen Menschen dann wirklich keine Verbindung mehr siehst und auch keine mehr willst. Ja? Ich spüre das immer mehr, dass ich mich auch immer weniger aufrege, weil ich sage, die haben mit mir nichts mehr zu tun. Ja, das ist ein andere, wirklich, ne, die schwingen anders, habe ich mir nicht gesagt, aber das wäre jetzt die weitere logische Schlussfolgerung. Genau, das System will ja, dass du gespalten bist als Mensch untereinander und im Kampf bist. Genau. Das ist das Prinzip Spalte und Herrsche. Genau, damit da nicht gegen die Herrschenden, sondern untereinander sich beschäftigen. Und die Spaltung, von der ich spreche, da kämpfst du nicht. Genau. Mhm. Du lässt einfach los. Und das merke ich an mir, ich reg mich immer noch auf, aber ich reg mich immer weniger auf. Das ist der Punkt. Werd immer gelassener und denk mir, ich habe mit denen so nichts mehr zu tun. Genau, ja? Und der Punkt ist eben der, dass man da leicht in Argumente verfallen kann und sagen, ja, aber das Loslassen bedeutet ja dann, du ignorierst das. Nein, das darf es nicht. Ignorieren den Irrsinn und was da passiert, tue ich nicht. Ich nehme sehr wohl wahr, was da geschieht. Und versuche das einzuordnen, was da geschieht. Bedroht es mich wirklich? Ja. Wie weit ist die Bedrohung? Und versuche Dinge zu Ende zu denken. Wenn also jetzt eine Sache noch sehr bedrohlich aussieht, wie denke ich sie weiter im Verlauf dessen, wenn es weiter mit dem Irrsinn läuft? An welcher Stelle kommt es dann aber zu einem Wandel, zu einer Reaktion, reaktivieren? Ja? Reaktion, reaktivieren, etwas rekapitulieren. Mhm. Und da fängt immer der Punkt an, das Böse will vernichten, das will nicht aufbauen. Das will nur aufbauen, damit es wieder vernichten kann, damit du wieder in das Hamsterrad kommst. Aber ab einem gewissen Grad des Abbaus führt dieser Abbau gerade dazu, dass man das erkennt, was da geschieht. Das, was wir schon seit Tagen, Wochen und Monaten und Jahren predigen,
versteht dann jeder mehr und mehr, ohne dass er was hören muss von dir, von mir oder von sonst jemandem. Sondern er erfährt es am nackten Leben, an den Tatsachen, die eh auf sein Leben zu einwirken. Ja. Mhm. Und da wird das Böse dann wieder zum Guten. Das heißt nicht, dass der Böse jetzt der Gute ist. Nein, aber der Effekt. Genau. Das ist der Rebounce-Effekt, den man in der Hermetik beschreibt als Pendel. Mhm. Schlägst du das Pendel nach links aus, dann wird es nach rechts zurückschlagen mit der gleichen Kraft. Ist egal, schlägst du es nach rechts aus, wird es nach links zurückschlagen. Ist einfach klar. Stellst du dich in die Mitte und schlägst das Pendel, dann kommt es zu dir zurück. Du musst also eine Lösung finden, dass wenn du ein Pendel ausschlägst, dass du nicht mehr in der, sagen wir mal, Realität dieses Pendels bist, dass es dich erwischt. Mhm. 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 Die Kunst ist also, nicht gegen das Pendel zu kämpfen mit Kraft, dass es nicht mehr gegen dich schlägt, sondern deinen Geist auf ein höheres Niveau zu heben, auf eine höhere Frequenz, geistig gesehen, dass das Pendel dich nicht mehr erwischt. Mhm. Mhm. Und das ist eine Analogie zu unserer geistigen Entwicklung, die wir durchwandern im Laufe der Zeit. Und jetzt ist die Zeit, die ich schon oft gesagt habe, der Offenbarung. Darum habe ich öfter die Johannes-Offenbarung mal zitiert, aus meiner Interpretation, wie ich das interpretiere. Und da liest du viele, also ich viele Dinge raus, die wir jetzt gerade erleben. Die Offenbarung des Johannes will ich jetzt keinen anregen, dass er das lesen muss. Wir haben das ja als Video auf unserer auf unseren Kanälen. Aber es ist immer wieder inspirierend und ich gleiche das immer wieder zwischendurch auch ab. Und diese ganzen Protagonisten, die wir jetzt in der Welt sehen, da sollten wir zumindest an dem Punkt ankommen, wo uns klar sein muss, dass egal wen wir da sehen, ob er aus unserer Sicht der Gute oder der Böse ist oder neutral gesehen wird, wie auch immer, man sollte sich darüber im Klaren sein, das ist meine Interpretation, dass keiner von denen derjenige ist, der er scheint zu sein, weil Kräfte hinter ihn wirken müssen. Sonst könnte er nicht signifikante Dinge umsetzen. Mhm. Egal, wen wir sehen. Das ist meine absolute Wahrnehmung. Wenn ich dich jetzt frage, könntest du dir vorstellen, dass es irgendeinen Menschen gibt, der die Welt verändern kann, aus eigener Kraft, ohne Kräfte hinter sich zu haben? Ja, ist unmöglich. Er kommt da gar nicht auch nur annähernd an die Stelle, dass er das machen könnte alleine. Ja. Das ist das, was ich meine. Und darum ist es ein wichtiger Aspekt, die Dinge so zu betrachten, dass man immer sagt, ja, es scheint trügt. Mhm. Diese Volksweisheiten, die aus der Bevölkerung teilweise kommen. Ja? Es ist nicht alles so, wie es scheint. Der Schein trügt. Das sollte uns klar sein, dass wir aus dem Grunde heraus uns auch nicht mit diesem ganzen Irrsinn so sehr thematisch beschäftigen, dass wir es einsaugen als die absolute Realität, die absolute Wahrheit. Ja. Weil, denk doch mal zu Ende, wenn wir zum Beispiel sagen, der VW-Konzern baut weiter Arbeitskräfte ab. Das hat natürlich Auswirkungen an alle Zulieferungsfirmen, die den VW-Konzern mit Teilen beliefern für die Erstellung von Fahrzeugen. Das hat Auswirkungen auf Cafés, Restaurants. Also du kannst sagen, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, es gibt da so eine Rechnung, zum Beispiel Werk Emden, wenn die schließen 8.000 Arbeitsplätze im Werk, Faktor 4, also insgesamt 32.000 Arbeitsplätze, die dadurch wegfallen durch die ganzen, was du gerade erwähnt hast. Genau, ja? So, dann rechnest du das hoch, alles was da noch drumherum ist. Die ganzen Menschen, die aus diesem Grunde, dass dieses Werk da existiert, mitpartizipiert haben. Dann gehst du in das nächste Werk, was jetzt schließen wird. Weil wenn VW schließt, Werke schließen wird, kann ich dir jetzt schon sagen, wirst du jetzt demnächst weitere Nachrichten vollkommen hören. Klar, ja. Vollkommen klar. So, jetzt haben aber auch die Zulieferungsfirmen Firmen, mit denen die zusammenarbeiten und Angestellte. Und weitere Dominosteine fallen dann. Ja. Also diese Dominosteine, die fallen jetzt alle durch die Bank weg durch. Mhm. Du könntest das verhindern aus der, sagen wir mal,
Scheinwelt heraus, Realität, wie ich sie beschreibe. Wenn du jetzt zum Beispiel in unserer Politik einen radikalen Wechsel hättest von einem Tag zum anderen, wo der menschgemachte Klimawandel obsolet ist, wo die Steuerlast reduziert wird auf ein Minimum und wo Elektromobilität erstmal wieder vollkommen vergessen wird, wo wieder vernünftige Technologie angebaut wird, wo die, sagen wir mal, Architekten und Ingenieure, die wir ja in Deutschland haben, wieder frei arbeiten dürfen, ihren Ideen nachkommen, nicht Narrativen folgen müssen, würdest du innerhalb kürzester Zeit eine völlig andere Situation haben. Du würdest die Auslandspolitik komplett ändern, keine Waffenlobby mehr akzeptieren, da Geld reinzustecken oder andere Länder mit Waffen zu bestücken, geschweige denn andere Länder Menschen herzulocken, die du hier mit dem Sozialnetz auffängst und. Also all diese Irrsinnssachen, die uns bekannt sind, musst du einfach nur loslassen. Ja, ja. Du musst gar nichts Neues bauen. Ja. Also es ist nicht so, dass du jetzt als Politiker etwas Neues erfinden müsstest. Dagegen gibt es nichts zu sagen. Wird auch passieren. Also nicht von den Politikern, aber von Ingenieuren, Technikern etc., vom menschlichen Geist. Aber du müsstest im Prinzip hier keine Quantenphysik anlegen, sondern du müsstest einfach nur gewisse Dinge einfach nicht mehr machen. Ja, genau. Und eigentlich könntest du sagen, fast 100% dessen, was die Politik macht, müssen sie einfach sein lassen. Einfach sein lassen. Dann würde das Land wieder aufblühen innerhalb kürzester Zeit. Verstehst du, wie einfach das ist? Ja. Du müsstest wirklich das Rad nicht neu erfinden, du müsstest nur den ganzen Ballast abwerfen. Ja, ja, du musst einfach nur Nein sagen. Diesen ganzen Schwachsinn nicht mehr machen. Und schon fängt der die Vernunft wieder an, in diesem Land Früchte zu tragen. Wenn Irrsinn verschwindet und die Vernunft da ist, wirst du Früchte tragen. Wenn du die Vernunft aber unterdrückst durch Irrsinn, dann wirst du keine Früchte mehr ernten. Ganz im Gegenteil, dann wird es eine sehr bittere Zeit. Und das ist das, was hier im Moment geschieht. Ja. Du musst nur als Mensch verstehen, dass dieser Irrsinn einfach aufhören muss. Diese ganzen Politiker gehören alle in eine Nervenheilanstalt. Vielleicht gesundet ja der eine oder andere. Also die geistig verblendet sind. Und die anderen, die es bewusst tun, gehören alle ins Gefängnis. Weil die es bewusst tun und machen, mit dem geistigen Verständnis, das wollen wir machen, um andere zu schaden, genau. Das sind Verbrecher. Die anderen sind geistig Gestörte. Du hast also zwei Rubriken. Einmal das normale Gefängnis für die einen und für die anderen die Anstalt. Also ganz runtergebrochen, entweder bösartig oder blöd oder beides. Irgendwie so. Ja. Ja, du kannst natürlich auch blöd und bösartig sein, aber auf beiden Seiten gehört es weggesperrt. Ja. Aber ich muss noch mal, ich weiß, es ist jetzt ein harter Bruch, aber ich muss mich noch mal fragen und dich fragen, liebe Zuschauer, noch mal Thema Elektromobilität. Was mich bei der gesamten Diskussion wirklich aufstößt, ist, dass wir zwischen Verbrenner und Elektromobilität hier rumstreiten. Ja? Wir haben, man kann jetzt sagen, vielleicht jetzt wirklich noch zum Schluss, möchte ich das nochmal, nicht nochmal, sondern ansprechen. Ich glaube auch daran, dass wir schon mal die Menschheit auf einem viel höheren Niveau waren, als wir heute sind. Klingt sich zugegeben ein bisschen spinnert, aber ich will es mal so stehen lassen. Finde ich zwar nicht, aber kann jeder so denken, wie er will, ja. Wenn man sich jetzt aber die Entwicklung der letzten 150 Jahre anschaut, dann war das ja schon ein Sprung. Industrialisierung, ja, klar. Flugverkehr, extrem, Raumfahrt, extrem. Computer und so weiter. Ja? Bloß die beiden Antriebe, die wir heute noch verwenden, die sind auch 150 Jahre alt. Ja, bewusst. Ja, genau. Das fragt aber keiner. Ja? Naja, es fragen mit der Zeit mehr, aber du hast recht. Im Prinzip, im Verhältnis fragt es keiner. Aber es fragen immer mehr. Und diese Fragen werfen sich ja auch immer mehr auf, dass es heißt, wir haben technologische ein Voranschreiten in der Technologie, aber im Antrieb haben wir immer noch Sachen, die sind hunderte von Jahren alt. Genau. Ja, natürlich, weil es um Ressourcen geht, die man den Menschen klaut,
Dann der Deep State in sich nachher über seine Konstruktion der Konzerne für sich damit verdient. Ja, also für sich beansprucht als sein Eigentum und das an uns weiterverkauft. Genau. Also dem Menschen wird das Gottgegebene aus der Erde entzogen und wird dann den Menschen verkauft, damit sich andere extrem daran bereichern. Ja, oder auch Technologien, die den Menschen nutzen, werden uns vorenthalten. Ja, natürlich. Ja. Ja, natürlich. Die Wissenschaft ist schon längst so weit, auch in der Pharmazie Dinge umsetzen zu können, die viel hilfreicher wären und dich nicht wieder in diesen Dealer-Konstrukt der Mafia der Abhängigkeit zu bringen. Das ist ja das Hamsterrad, wo sie ihr Geld verdienen. Mhm. Ja, dadurch werden sie ja reich, dass sie uns in Abhängigkeit bringen. In Abhängigkeit von Öl, in Abhängigkeit von Pharma, in Abhängigkeit der Ernährung, genau. Pestizide, alles das, was sie nutzen, um krank zu machen, Tabletten, die uns dann wieder ein bisschen die Pestizide aus dem Körper holen. Aber damit, andere Probleme bereiten dann wieder. Ja, genau, damit wir nicht verrecken, weil dann wäre ja schlimm, dann haben sie ja keinen mehr, der arbeitet. Genau, und. Immer schön so in einem Stadium lassen, wo man noch was nützlich sein kann, aber eben auch Kunde bei der Pharma ist. Und du siehst ja, das Prinzip hat ja wunderbar Jahrzehnte, Jahrhunderte lang funktioniert. Es sind dann immer gewisse Länder, die extrem ausgebeutet werden, die man dann als sogenannte Entwicklungsländer bezeichnet. Und dann andere Länder, wie auch wir hier im Westteil, die davon profitiert haben, wo es den Menschen im Verhältnis zu denen der Entwicklungsländer fantastisch war. Ja. So dass man sich hinstellen konnte und dachte, also ein schönes System, funktioniert doch alles. Genau. Was hat dich interessiert, dass da Kinderarbeit ist, dass da Menschen an Hunger und Durst sterben? Naja, ab und zu gibt es mal im Fernsehen An Weihnachten. Doku und dann spendet mal. Dann spendest du und dann hast du es wieder vergessen und dann bist du wieder in deinem Trott drin. Hat auch damit zu tun, Souveränität. Frage dich selber. Mhm. Wie viel Schuld laden wir uns auf durchs Nichttun? Durch das System weiter füttern? Also mir ist jemand lieber, der auf die Straße geht, vernünftig, ohne Aggression, mit anderen spricht und sagt, dass diese Institutionen letztlich nur den Menschen wieder das Geld rauben und das Geld nie bei den Bedürftigen ankommt und andere darüber aufklärt, als jemand, der den Mund hält und diese 10 Euro spendet. Weil damit finanziert er das System weiter. Also richtig. Vernünftiges Denken und vernünftiges Handeln ist immer die Substanz dafür, dass Vernünftiges geschehen kann. Ja, vielleicht auch. Ich weiß nicht, ob die Erkenntnis jetzt so schön ist, aber ich denke, das kann ja kein Kriterium sein. Es zeichnet sich immer mehr ab, dass, auch wenn wir beide uns einig sind, dass es immer mehr Leute sind, die aus der Tube sich irgendwie teilweise zumindest jetzt so langsam rausdrücken, es doch unweigerlich diese Entwicklung benötigt, offensichtlich den Niedergang, den wirklich echt Elend. Also es gibt Leute, die sagen hier wirklich Massenverelendungen voraus. Ja, ich will es jetzt, weiß ich nicht, aber es wird auf jeden Fall dramatisch. Es wird so, wie es noch nie war in der Bundesrepublik, glaube ich, in der BRD, im westlichen Teil Deutschlands, im ehemaligen. Ich habe mich damit abgefunden, das klingt jetzt ein bisschen negativ, aber für mich ist klar, es geht nicht anders, es geht wirklich nicht anders. Ja, das ist ja die Frage. Nach ganzen Jahren mit Corona und so weiter hat sicherlich, da hast du schon recht, eine Bewusstseinserhöhung gebracht, aber eben immer noch bei Weitem nicht ausreichend. Guck mal, Thomas, das ist doch das, was ich vorhin gesagt habe. Die Schnittstelle war dieser Abbruch, der ja hier vollzogen wird in diesem Schauspiel, von uns gestoppt werden kann, ist von uns abhängig. Von uns. Genau. Von dem, wie schnell die Menschen in ihr Bewusstsein kommen und Nein sagen. Darum kann keiner von uns, ich auch nicht, sagen, wie sich die Sache entwickelt. Und das, was ich vorhin gesagt habe, dieser Bewusstseinswandel, wo sie mit ihrem Narrativ nicht mehr durchkommen, wo Menschen anfangen zu sagen, nee, das glaube ich nicht mehr, nein, das hinterfrage ich, der hat einen Beschleunigungsfaktor. Und darum können die das nicht mehr einschätzen, wie schnell die Sachen funktionieren oder nicht funktionieren. Oder nicht mehr funktionieren.
Weil wenn das Bewusstsein der Menschen seit Corona zum Beispiel, nur mal die Schnittstelle genommen, ja, bis heute um ein Hundertfaches gestiegen ist, das Bewusstsein, mhm, dann wird es in den nächsten Monaten ums Tausendfache. Mhm. Mhm. Und so erhöht sich das. Wie hoch das sein muss, millionenfach oder milliardenfach, ist eine Zahl, die kann ich gar nicht sagen. Ja, wir müssen uns nicht an Zahlen jetzt festmachen. Ich will damit nur die Beschleunigung sagen. Und darum wird auch der Punkt des Zerfalls ist nicht berechenbar. Nicht mehr berechenbar. Mhm. Mhm. Weil sie diesen Verfall einfach nicht mehr einschätzen können durch die Bewusstheit der Menschen und die Schnelligkeit des weiteren Bewusstwerdens. Ein Mensch, der heute noch gar nicht bewusst sich damit beschäftigt hat, kann sein, dass der unter alten Bedingungen noch 50 Jahre gebraucht hätte. Unter den Bedingungen jetzt braucht er vielleicht noch ein Jahr. Oder sehr gutes Beispiel, ja. Oder sehr, ja. Mhm. Verstehst du? Die Voraussetzungen haben sich einfach geändert. Ja, ja, die Entwicklung, weil das Dynamische, was wir hier in der Entwicklung haben, ist eben auf einem viel höheren Drehmoment, ja, als noch die letzten 100 Jahre. In den letzten 100 Jahren konntest du Menschen kontinuierlich mit den gleichen Narrativen, wählst du mal so und so und so, aber von der Essenz immer das gleiche Thema, durchweg in ihrem Schlafmodus halten. Jetzt kannst du das nicht mehr und jetzt kommt sogar ein Beschleunigungsfaktor dazu, dass du es bei immer weniger kannst und die, die schon verstehen, immer mehr verstehen. Und genau, so, die hören ja nicht auf. Ja? Das ist ja das, immer wacher. Das ist ja das, ja, was ich meine. Ja. Was mich vielmehr als Frage so ein bisschen beschäftigt, ist mit dem Wachwerden des Erkennens, dass du praktisch versklavt bist, dass du in einem System lebst, was dich ausbeutet, wo du faktisch nur mit Lügen konfrontiert wirst. Mhm. Wenn dir das immer bewusster wird, wo ist jetzt wirklich die Intention des Einzelnen, wo er eigentlich hin will? Will er nur nicht mehr belogen werden? Will er weniger Steuern zahlen? Will er von der KI bedient werden? Will er das und das und das? Was alles legitim ist, im gewissen Sinne. Mhm. Aber ist das das Denken, dann ist er auf der materiellen Welt erwacht, also wach geworden. Und wird in dieser materiellen Welt weiter das Materielle suchen. Ja. Oder fängt der Mensch an, diese Dinge wahrzunehmen als gut, auch damit umgehen zu wollen? Aber empfindet in sich hier, nicht nur hier, sondern hier, ein Gefühl der Verbundenheit mit dem, was er hier auf diesem Planeten erlebt. Menschen, Tieren, Pflanzen. Und fängt wieder an, das Ganze mehr aus der Perspektive zu sehen, sich mit der Natur, mit dem natürlichen Sein zu verbinden. Also auch intellektuell andere Fragen zu stellen. Wer bin ich wirklich? Mhm. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Sich mit solchen Themen inhaltlich auch gefühlsmäßig zu interessieren und nicht nur, weil man sagt, ist intellektuell, mach das mal, muss ich das mal machen. Die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, zu erkunden, so wie ein Musiker, ein Künstler. Im Allgemeinen gesprochen spricht man von Musik und Malen etc., aber Kunst ist alles. Kunst ist auch ein Tisch bauen oder eine Idee haben, etwas zu kreieren, zu erforschen, zu erkennen, all das. Und sich dann zu hinterfragen, bin ich denn Mensch? Was ist denn Mensch? Und da bin ich der Meinung, da werden noch viele Menschen erstmal hingeführt werden durch die Dinge, die passieren. Ja. Der erste, wichtigste Moment ist im Moment, wieder Wohlstand zu haben. Nicht belogen zu werden, möglichst das Gefühl zu haben, dass du frei denken kannst, dass du frei dich artikulieren kannst, was ja alles wichtige Aspekte sind. Ja. Aber letztlich ist das nicht alles, weil das kann dich auch wieder in ein Hamsterrad führen, nicht weit genug, damit du deine Geistigkeit erkennst, damit du als Wesen dich wirklich weiterentwickelst. Weil wenn du nur in der rationalen Welt des Denkens bist, der rationalen Welt, dann wirst du auch diese Realität erfahren.
Du kommst aus dieser Realität nur raus, wenn dein Geist sich anfängt zu entwickeln, zu entfalten und deine Realität eine andere wird über dein Denken. Jetzt will ich mal zum Schluss wirklich eine Frage noch in den Raum werfen, die wir alle nicht beantworten können, aber ich würde es wirklich gerne wissen. Gerade den letzten Monolog, den du jetzt gehalten hast, ja, wenn wir jetzt wenn die Möglichkeit hätten, 82 Millionen, wir bleiben jetzt mal in Deutschland, 82 Millionen Bundesbürgern vorzuspielen, wie viel Prozent, du musst auch nicht antworten, kannst es auch nicht wissen, aber wie viel Prozent würden sagen, was erzählt der hier, was erzählt der Mann da? Also ich beantworte mal die Frage so. Hätte ich den gleichen Monolog gehalten mit dir zusammen vor 5, 6 Jahren? Ja, okay, das ist ein guter Ansatz. Ja. Würde ich sagen, wären es mindestens das Doppelte gewesen. Mhm. Von denen, die sagen, was erzählt der denn für einen Hanebüchen, den Schwachsinn, als jetzt. Aber eine genaue Zahl zu sagen. Aber das ist gut, das ist eine gute Antwort, weil da kann ich mitgehen, ja? Stimmt. Mhm. Okay, und das ist ja das, was mich auch beruhigt, wenn ich in diesem geistigen, in der Wahrnehmung bleibe, dass ich sage, das ist unaufhaltsam. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, das meine ich nicht als negativ. Es wird zwei Realitäten geben. Es wird die Menschen. Die gibt es ja jetzt schon. Ja. Du hast völlig recht. Wir könnten auch das jetzige Momentum nehmen und sagen, ja, jetzt leben doch auch schon Menschen in zwei Realitäten. Immer deutlicher. Mhm. Und das ist so. Und das wird auch weiter geschehen. Das heißt nicht, dass der eine, der jetzt noch in der Realität A ist, nicht in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten auf die Realität B geht. Oder vielleicht auch der eine zurück. Aber das halte ich für eher unwahrscheinlich. Weil die Seite, die aus der Tube rausgeht, die kann da nicht mehr zurück. Genau, das ist dieses B, die gehen nicht zurück zu A. Die noch in der Tube sind, die haben aber die Chance, noch aus der Tube rauszukommen. Nach B zu gehen, ja. Mhm. Genau. Und das erleben wir jetzt. Und alles, was wir jetzt noch erleben werden in der Wahl in den USA, die ja jetzt als, sagen wir mal, gravierendes Ereignis, ja, zumindest im Moment das gravierendste Ereignis ist, was wir jetzt vorausschauen können. Keine Ahnung, was morgen, übermorgen geschieht. Vielleicht gibt es ein Ereignis, was wir alle nicht auf dem Schirm haben, was übermorgen da ist. Ja? Alle Nachrichtensender berichten auf einmal, die Marsmenschen sind jetzt doch da. Haben wir übernommen. Dann siehst du da ein paar Leute spazieren. Ja? Solange die nicht zu mir nach Hause kommen, sich mit mir unterhalten und sich warum darstellen, glaube ich erstmal gar nichts. Aber sollten die dann irgendeines Nachts bei mir vorm Bett sitzen und sagen, pass auf, Männchen, wir müssen uns mal unterhalten. Das ist eine ganz andere Realität. Dann würde ich sagen, okay, mal schauen, was hier los ist. Ich möchte aber noch eins sagen, weil wir vorhin über die Berichterstattung gesprochen haben. Ne? Du vorhin, was die so sagen im öffentlich-rechtlichen. Mhm. Lanz war das, glaube ich. Den ja, genau. Mhm. Von Lanz habe ich nämlich, glaube ich, gestern einen Fernsehausschnitt gesehen, da sitzt er mit anderen Gästen, aber nicht, glaube nicht aus der Politik, und sie unterhalten sich aber über die Politik. Und dann sagt er, siehst du einen Ausschnitt, ein Foto, glaube ich, sitzen unsere derzeitige Regierung, also die Vorsitzenden der einzelnen Parteien. Ja. Und dann sagt er, er kann nicht verstehen, dass wir Menschen in der Politik haben, in der Regierung, in der Führungsliga, also die Führer. Da sagt er auch, schau dir diese drei an, ja, diese drei, die nur daran interessiert sind, für sich selber nach ihren Düngen die Dinge umzusetzen, um sich selber zu profilieren, aber nicht dem Volke dienen. Den Satz dürfte der nie sagen. Im ZDF, ja. So deutlich, dass er also wirklich Menschen, die diese Sendung ja verfolgen, darauf aufmerksam schon macht, Moment mal, dass die nicht dem Volke dienen, sondern sich selber dienen. Ja. Also das ist schon ein signifikanter Hinweis. Ich sage nicht, dass deswegen der Mainstream kippt. Aber solche, es gibt diese, die es vorher nicht gab. Solche Momente, die gibt es jetzt immer mehr. Dann gibt es im WDR, sondern der Nachrichtensender World. Heißt der World? Welt. Welt TV. Welt TV, genau.
Da gab es einen Ausschnitt einer Ausstrahlung, habe ich gesehen, von einem Reporter dokumentiert, in Bildern gesehen, also aufgezeichnet, wie in der Ukraine Bürger von der Straße weg in Busse gestopft wird, ganz brutal, wo noch Familienangehörige, die ja mit auf der Straße waren, hinterher rennen, auch schreien, neu, um sie aus dem Auto wieder rauszuholen. Dass es dort gezeigt wird, ja. Mhm. Und der Reporter sagt, ich bin ja, früher habe ich ja immer gedacht, das ist Desinformation der russischen Propaganda. Aber nachdem ich jetzt hier einige Tage in der Ukraine bin, oder Wochen, weiß ich nicht mehr genau, auf jeden Fall sagt immer einige Zeit da ist, ja, muss ja jetzt doch deutlich anerkennen, dass das wahr ist, dass das keine Desinformation ist, sondern dass die Menschen da von der Straße wirklich weg, rausgerissen in Bussen zur Front gebracht werden. Mhm. Und im Mainstream, im absoluten puren Mainstream, Welt war immer natürlich auch pro Ukraine, ja, und so weiter. Klar, ja, klar, ja, klar. Und ich weiß genau, welchen Ausschnitt du meinst, wo er dann auch mit dem Mikro in der Hand es dem Menschen im Studio und den Leuten am Bildschirm erzählt. Ja? Und das ist auch neu. Das sind diese Momente wie Lanz, was du vorhin erwähnt hast. Und jetzt kann man darüber nachdenken. Genau, ja? jetzt kann man darüber nachdenken und sagen, warum macht das der Lanz? Warum lässt das warum, der Sender zu? Ja, warum wird das auch zugelassen? Ja, na klar. Ja? Und der Ausstrahlung, mhm, die kannst du ja, entscheidet ja der Redakteur. Ist auch nicht der, live, ja. Der oder diejenigen, die die Macht über die Sender, mhm, haben. So, da kann man sich jetzt hinterfragen oder das Ganze hinterfragen und sagen, was soll das? Das macht doch keinen Sinn, mhm, für die, die uns hier kontrollieren. Nee, schadet. Ja, ja, genau. Sagst du den Leuten wirklich die, das, was wir schon seit Jahren erzählen. Ja, ja, ja. Jetzt gibt es die Argumente, Wendehälse, die wollen sich jetzt aus der Geschichte rausdrehen. Aus der Schusslinie, ja. Eine Variante. Die andere Variante ist, sie können nicht anders. Sie werden von der, sagen wir mal, Macht hinter Trump oder anderen, die, wenn man daran glaubt, uns Gutes wollen, dazu gebracht, das zu machen. Oder sie haben schon gar nicht mehr die Kontrolle. Und dann gibt es immer die ganzen Punkte, die man jetzt finden kann. Ja, was spricht dagegen, dass sie doch noch Kontrolle haben? Mhm. Und das ja eigentlich dann bewusst zulassen, obwohl sie die Kontrolle haben. Ja. Für mich ist immer ein signifikanter Aspekt der, bei all den Irrsinn, den wir sehen, der ja das unterstützt, dass sie scheinbar immer noch irgendwelche Kontrollpunkte da haben, ja, das zu machen. Wenn da oben am Himmel Chemtrails sind, dann weiß ich, da ist noch nicht alles in warmen Tüchern, wenn es denn so wäre, dass sie es im Griff hätten. Weil die Chemtrails braucht da oben keiner, der vernünftig denkt. Mhm, mh. Und das musst du auch nicht uns jetzt noch mal 5 Jahre vorhalten, damit du den letzten wach machst. Der ist bis nicht kapiert, ja, hat, der kapiert es auch morgen. Wir hatten das, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, dass es jetzt schon Gegenmittel versprüht werden. Ja, aber ich gebe dir im Grunde recht. Das ist wirklich ein Zeichen, wo man sieht, wo stehen wir denn so ungefähr zumindest. Ja, ja, solange das noch passiert, recht, ja, sind das Argumente dagegen. Aber nichtsdestotrotz, auch das ist wieder etwas, wo sich jeder seine eigenen Gedanken zumachen soll. Aber wir sehen doch im Moment eine Beschleunigung, was ich schon seit einiger, mhm, Zeit oder was wir seit einiger Zeit im Salongespräch sagen, ja, anhand auch von diesen Beispielen hier aus dem Mainstream. Und da passieren ja Dinge in Amerika, in den USA noch viel expliziter als hier in Deutschland. Das darf ich mal zum Ende des Gesprächs, nehme ich das zur Gelegenheit, den Kreis zu schließen, um nochmal auf die Mülllaster-Geschichte zu kommen, weil CNN tatsächlich eine laufende Sendung, wo zwei Reporter, wie sie da so sitzen, ja, in die Kamera schauen und irgendwas berichten, unterbrochen wurde und live an dem Flughafen, wo dieser Mülllaster stand, wo Trump aus dem Fenster raus die Pressekonferenz, hat sogar CNN sein Programm unterbrochen, um das live zu zeigen. Ja? CNN, ja? Die sicherlich jetzt nicht die Ersten sind, die Trump die Gelegenheit geben, sich gut darzustellen. Ja. Thomas, wunderbar, damit können wir gerne enden, wenn du magst. Genau, wir freuen uns auf Permasens, liebe Zuschauer. Wir freuen uns auch auf Berlin und Trebin in 2 Wochen. Und habt ein schönes Wochenende. Ich darf noch den Hinweis geben, dass ich am Dienstag, dem 5. November, irgendwann abends, spät abends, eine Sendung beginne. Ich hoffe, dass ich so lange durchhalte, dass wir irgendein Ergebnis haben, ja, in der Nacht dann zur Wahl.
Ja, vielleicht besuche ich dich mal zwischendurch. Wenn du wach bist, warum nicht? Gerne. Ja, dann schalte ich dich mit rein. Ja, das ist doch eine schöne Gelegenheit. Und ansonsten, Mike, vielen Dank. Bis zum nächsten Freitag. Liebe Zuschauer, schönes Wochenende und gehabt euch wohl. Danke. Thomas, mein Lieber, bleibt mir auch nur. Bis zum nächsten Mal, aber eigentlich bis morgen, weil wir sind ja auf dem Weg nach Pirmasens. Genau. Und die Pirmasenser grüße ich schon mal ganz lieb vorneweg oder die Menschen, die uns da besuchen, freue mich drauf. Wird auch wieder ein bisschen Energietraining geben für die, die Interesse haben. Hat ja in den letzten beiden auch wieder viele gegeben, die da Spaß und Freude dran hatten. Und in dem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao.